So, Outpost Omega. Das ist eigentlich eine Secret Map in Doom 64. Tja, hier kriegt man im Original den Unmaker zum ersten Mal und auch den ersten Demon Key. Ich weiß noch, dass das gar nicht so einfach war. Okay. Jetzt. Au. Yep, die sind stärker als die Originalvariante. Da muss zumindest einer sterben, bevor ich hier mit dem Raketenwerfer gut was machen kann. Jetzt. Die sind definitiv gefährlicher als das Doom 64 Original. Oha. Jetzt geht's aber los hier. Wow, die halten viel aus. Und hier haben wir wieder eine verirrte Lost Soul im Mauerwerk. Naja. Hatte man das hier noch mal gemacht? Ich weiß, hier gab es auch ein Secret, das damit zu tun hatte, dass man diesen Schalter hier auch anschießen musste. Nevermind. Glaube, das klingt einfach nur komisch. Mir gar nicht so viele Gegner, nur 34, aber 37. Aber ich glaube, hier spawnen vermutlich dann einige Reihen wieder. Yeah, ja. Sie sind alles reingespawnte, die waren im Original-Kill-Counter nicht mit gemeint. Ja, dass das hier so ein bisschen verbuggt ist mit dem Auto eben auch, ist ein bisschen, ja, ist nervig auf jeden Fall, aber was soll man machen? So. Und hier, ab hier wird es kompliziert, das weiß ich noch. Ja, den hier können wir mal ganz kurz so machen, das ist am wenigsten nervig. Ich weiß auf jeden Fall, dass man hier auch eine Menge. Ja, wow. Na super. Das hier wusste ich auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Kann ich den eigentlich. Ja, er ist tot. Ich mach den lieber so, ich habe so viel Schrotmuni. Na, das hier funktioniert schon mal nicht. Hier werden wir uns. Ja, besser auch nicht reinbegeben. Und jetzt ist sehr viel reingespawnt, nehme ich mal schwer an. So, wie ging das nochmal? Könnten uns mal hier runter begeben. Das hier hat auf jeden Fall was geöffnet. Ich glaube, das öffnet die. Das öffnet, glaube ich, die Dings hier, genau. Die Souls 4. Aber damit sind wir hier ja noch nicht durch. Naja. Das hier bleibt auch. Nee.
Okay. Oh no. Ah, verdammt. Jetzt mache ich erstmal dich da oben tot, wenn. Ja, ich treffe. Wie hat man denn die hier nochmal bekommen? Ah, das hier ist jetzt zum Beispiel, genau, das hier ist jetzt auch runtergefahren. Dann zack, zack. Ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Nee, ich meine. Ah, genau da. Ich habe ihn gesehen. Da ist noch ein Schalter. Den muss ich auch anhitten. Den muss ich auch anhitten. Treffe ich den von hier? Ja. So, der hat irgendwas gemacht. Die Frage ist. Ach, verdammt. Die Frage ist, was? Aber finden wir es raus? Oh, und genau, ich glaube. Also hier drin. Oh, da brauche ich auch den Red Key. Den Unmake habe ich noch nicht, ne? Ich weiß, den kriegt man hier in dem Raum auch. Oh je, je, Leute, Leute, Leute. Das ist auf jeden Fall alles nicht ganz so einfach. Alles nicht ganz so einfach. Was genau hat das nochmal gemacht? Ich werde den Red Key brauchen. Ich werde. Oh, vielleicht muss ich hier unten mal einfach nur landen. Könnte man mal probieren. Na, Shotgun Shells immerhin. Ah, na, ja, jetzt, der ist ja sogar. Der ist ja jetzt sogar freigelegt. Jetzt brauche ich nur noch den Red Key quasi. Und dann muss ich gucken, wie es da war, ob die das hier geändert haben. Ein bisschen auch, das kann auch sein. Also, ich bin mir. Ah, ich glaube, die. Das laute Geräusch da ist vermutlich noch die verirrte Lost Soul. Nee, aber, es könnte natürlich sein, dass man hier in, der Kampagne quasi den Demon Key woanders kriegt. Kann ich mir gut vorstellen, einfach nur weil ich hier jetzt nicht in einem Secret Level bin. Theoretisch. Ich bin ja in einem regulären Level. Die Frage, die sich mir jetzt hier stellt, ist, wie komme ich zurück? Und muss ich die rote Karte von woanders her bekommen? Wie funktioniert das Ganze? Wir kommen hier zumindest nicht auf regulärem Weg heraus. Und das hier bringt mir auch echt wenig. Könnte ich natürlich gucken, ob ich da vielleicht irgendwas hier vergessen habe. Ich meine, letztendlich ist das hier die blaue Tür. Heißt, theoretisch müsste ich ja dahinter was tun.
Irgendwas noch herausfinden, irgendwas öffnen oder so. Ich bin mir aber echt, also ich bin mir zu 90% sicher, dass man hinter der roten Tür den Demon Key bekommen hat und den Unmaker woanders. Aber den Demon Key konnte man hierdurch, glaube ich, auch relativ gut sehen. Und der Unmaker lag wahrscheinlich, oh verdammt. Der lag woanders. Ich glaube, da war ich noch nicht drin, oder? Da muss ich mal rein. Was wäre hier? Ah, der gelbe. Okay. Ich meine, klar, die werden wir auch irgendwann brauchen. Vielleicht hat das jetzt auch den Weg zurück erstmal wieder freigemacht. Yes. Das ist doch gut. Yep. So. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Geburt. Hier kommen wir nicht so einfach durch, anscheinend. Wieso auch immer. Ah, weil wir das hier drücken müssen. Okay, kein Problem. Wow. Die. What the fuck? What the fuck? Na gut. Machen wir das so. Das hat auf jeden Fall reingeballert. Holy shit. Sehr gut. Wunderbar. Ey, nicht frech werden. Okay, aber wir haben die rote Karte noch gar nicht gefunden, lol. Ja, und der eine Gegner ist auch noch verirrt, aber soll es mir recht sein? Ich sehe hier noch was, und zwar hier. Okay. Aber müsste hier eventuell noch mehr geöffnet werden? Ja, da öffnet sich noch was. Ah, hier brauche ich auch die Red Key Card. Okay. Wo hat man die nochmal herbekommen? Ich habe irgendwie so ein Bild im Kopf, wie die irgendwann hier in der Mitte liegt und man die dadurch irgendwie gekriegt hat. Aber ob das jetzt stimmt, ich sehe noch was auf der Map. Die ist glücklicherweise echt super hilfreich, die Automap hier. Also irgendwas müsste hier auf jeden Fall noch. Irgendwas kann man da noch aktivieren, vielleicht in dem Raum hier. Ja. Ja, ich meine, ist immer eine Chain Gun, I guess, aber das bringt mir halt immer noch keine rote Karte. Hey, was muss man hier tun, um eine rote Karte zu kriegen? Den Torwart faulen oder was? Ja, einfach mal wieder kurz Comedy durchgespielt.
Lol. Ach, das ist der Leuchteffekt. Das ist ein Gegner, der sich in die Wand verirrt hat. Jetzt. Den hatte ich nämlich schon mal. Und hier habe ich auch die rote gebraucht. Da muss ich mal ganz kurz nochmal kontrollieren. Es war, ja, Red Key Card. Oder Red Key. Das ist ein Problem. Das ist tatsächlich ein Problem gerade, weil ich hab sowas von keinen Plan wie, ne? Sowas von keinen Plan. Hier war ja auch nix. Das hier macht er auch nur das hier. Und hier hat man ja. Das macht eigentlich keinen Sinn. Hier hat man ja schon die gelbe Karte bekommen. Das wird ja. Das wäre ja merkwürdig, wenn man hier dann auch noch die rote kriegen würde. Und hier ist nur Exit. Nichts weiter hier sonst. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich würde sagen, ich suche einfach ein bisschen. Okay. Und zwar in diesem Raum. Zack. Kriegt man die Keycard, ja. Ich wusste, dass es in diesem Raum war. Ich wusste einfach nur nicht mehr genau, wie. Aber dann bin ich jetzt mal auf jeden Fall gespannt. Ach, ich bin doch so schlecht in diesem Spiel, ey. Es ist unglaublich. Naja, auf ein neues. So. Aha, hier kriegt man eine Megasphäre. Ich meine, nett. Ich war mir relativ sicher, dass es den Unmaker in dieser TC geben würde. Ich meine es gelesen zu haben, aber vielleicht bin ich da ja auch fehlinformiert. Jetzt kann ich nur mal gucken, was da hinten noch passiert. Hab ich komplett vergessen, weil jetzt, wo das passiert ist, fällt es mir wieder ein. Stimmt. In diesem Level war der Ausgang zum Secret Level. Ja, holy. Ja, zum Glück gucke ich immer nach allen Secrets. Das wäre sonst. Naja. Es wäre sonst unpraktisch. Aber cool, wir haben alle Secrets. Keinen Unmaker bekommen. Aber wer weiß, vielleicht jetzt im Secret Level. I don't know. Und ja, Secret Exit gefunden. Super. Cool. Cool. Wie sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.